Hallo meine Lieben, wieder Feng Shui am Freitag und diesmal beschäftigen wir uns mit dem Büro, drei Tipps fürs Büro. Und ja, wie ihr schon alle wisst, ne, Tür, also Wand im Rücken, Tür im Blick und so weiter und so fort, wisst ihr schon alles. Und auch diesmal gehen wir darauf ein, worum es wirklich geht, gleich hier in dieser Episode von Feng Shui am Freitag. Jo, drei Tipps fürs Büro. Ich habe schon gesagt, na, also die Essenz, wir machen ja tiefes Feng Shui und gleichzeitiges einfaches Feng Shui, ist simple Feng Shui. Ja, und auch da wieder die erste Frage wäre im Büro, was macht ihr da eigentlich? Ne? Was soll ich? Ja, ich arbeite halt. Ne? Ja, nee, nee. Also es gibt schon ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Also es ist ein Riesenunterschied, ob du da Buchhaltung machst oder ob du Kundenakquise machst und, weiß ich nicht, 4 Stunden am Tag telefonierst. Ne? Und das muss man sich erstmal genau anschauen, weil es eben zwei ganz unterschiedliche Bedürfnisse sind. Also wenn ich da sitze und Buchhaltung mache, das ist in meiner Welt einfach total monoton und einfach boah. Ne? Und dann brauche ich eigentlich ein Umfeld, was so ein bisschen anregend ist und was dann verhindert, dass ich einschlafe und mich aus dem Fenster stürze. Und auf der anderen Seite, wenn ich Kundenakquise mache, dann ist halt meine Erfahrung, eben nach einer halben Stunde glüht dir das Ohrwaschel. Also da hast du echt so eine Ohren. Und das heißt, man braucht dann schon eher was, was einen so ein bisschen trägt und beruhigt und so ein bisschen zusammenhält. Ne? Und das drückt sich dann in der Wahl von Dekorationsobjekten, von Farben, allen möglichen aus. Ne? Und da guckt mal genau, was ihr da eigentlich genau macht und was euch bei dieser Tätigkeit unterstützt. Braucht ihr eher was Anregendes? Braucht ihr eher was, was euch ein bisschen runterholt? Seid ihr eher vielleicht so ein bisschen auch der Holztyp, der seine Buchhaltung überhaupt nicht auf die Reihe kriegt? Braucht ihr was Ordnendes, Strukturierendes? Und, also ich bin so ein Holztyp. Woran merkt man das? Ne? Das sind Menschen, die nach dem Häufchenprinzip leben. Ja? Also ich habe für alles einen Haufen und das Ordnungsprinzip funktioniert hervorragend, solange niemand die Haufen umschichtet oder durcheinander bringt. Ne? Und das heißt, wie ich Buchhaltung mache, sieht einfach so aus, dass ich dann, okay, ich bin jetzt privilegiert, ich habe einen großen Seminarraum, in dem wir auch unsere Seminare machen, und ich stelle mir eine original 8 Tische auf, also ich habe dann, ich weiß nicht, wie viel Meter Strecke, und ich lege meine ganzen Rechnungen und Quittungen aus, und dann jogge ich praktisch die ganzen Tischreihen entlang, bis ich alle Rechnungen habe, und das funktioniert für mich, ne? Weil ich kann Buchhaltung nur machen, wenn ich mich bewege. Also wenn ich am Schreibtisch sitze und einfach im Ordner vorn zurückblätter, vergiss es, ich finde die Rechnungen nicht. Also ich muss die wirklich auf 3 Kilometer verteilt vor mir haben, muss hin und her rennen können und dann funktioniert das. Ne? Und das meine ich damit, wenn ich sage, also guckt, was euer Bedürfnis ist, wie ihr funktioniert, welcher Typ ihr seid, dann guckt, wie ihr also genau das Bedürfnis euch im Raum installiert. Ne? Gut, und wenn man jetzt in so einer kleinen Butze sitzt, dann wird das schwierig mit den 8 Meter Tischreihe, ne? Aber es gibt immer eine Möglichkeit, was zu verbessern oder, ne? You know what I mean. Das wäre das Erste und ich habe mir ein paar tolle Notizen gemacht. Okay, das Nächste ist natürlich dann, klar, ne? Wieder die Nummer 4, Tiere und Blick und was passiert da eigentlich, ne? Meine Erfahrung ist halt wirklich, ich habe einmal eine Beratung gemacht, das war auch eine Dame, die war im Vertrieb tätig und die saß im Großraumbüro. Ich weiß nicht, wie viel 100 Quadratmeter. Und das war der Zugang zu diesem Großraumbüro, also ein schöner großer Zugang. Und dann war auch nochmal so eine Pflanzreihe von irgendwas. Und sie saß dann direkt dahinter, war mit dem Rücken praktisch zur Tür. Und dann konnte man praktisch zusehen, wie sie da reinkam, hat dort angefangen zu arbeiten. Und dann, naja, ist halt nicht die beste Feng Shui-Position. Also, wenn er ständig immer mit ihrem Rücken rumläuft, dann, also ist halt schwer, sich zu konzentrieren. Hat dann sie erst einen Fehler gemacht. Wurde dafür dann angepfiffen, also ja, Mensch, aber sie bringen ja nicht die volle Leistung, Mensch, was ist denn los? Dann war das bestimmt auch sicher ein bisschen frustrierend, vielleicht gab es auch noch ein paar andere Sachen, die im Leben passiert sind. Das heißt, sie wurde immer dicker, also Gewichtszunahme. Ne? Vielleicht auch tatsächlich, also aus meiner Feng Shui-Sicht würde ich sagen, ja, ich meine, du hast diesen Chi-Fluss um dich rum und du hast praktisch hier diesen großen Zugang im Rücken. Und dann versuchst du da was dagegen zu setzen. Ne? Und das machst du, indem du futterst und einfach mehr wirst. Ne? Weil wenn du mehr wirst und dein Rücken breiter wirst, egal ob das Muskel ist oder Fett, dann hast du diesem Chi-Fluss einfach was entgegenzusetzen. Das heißt, du
kommst in eine Situation, wo du dich sicherer fühlst. Ne? Das heißt, ich denke auch viel von so einer überraschenden Gewichtszunahme kann durchaus auch was mit einer schlechten Feng Shui-Position zu tun haben. Ne? Also es ist gar nicht immer so, dass die eigene Schuld, sondern man denkt, nee, also guck mal genau, was da im Raum passiert und wenn du da was veränderst, also das kann dann schon eine Menge ausmachen. Ne? Ja, und auf jeden Fall, das ging dann über ein paar Jahre hin, bis man dann gesehen hat, ja, auf einmal war sie weg, ne? War dann gekündigt und kam die Nachfolgerin und sagte wieder in der gleichen Position, wo ich dann schon drauf gedacht, geguckt habe, habe gedacht so, naja. Und es war jetzt auch kein Beratungskunde, es war eher so was, was ich so, ne, aus dem Augenwinkel damit beobachtet habe, aber das ist aber auch so ein Prinzip von mir, also ich missioniere nicht und also wenn ich keinen Auftrag habe, dann sage ich auch nichts. Ne? Es ist immer, hey, willst du was dazu hören? Nö, oh, alles klar, bin ich weg. Ne? Aber das war so eine Beobachtung. Ne? Und deswegen also vier Tiere, das ist schon extrem wichtig. Guckt mal, dass ihr eine Wand im Rücken habt. Das wäre für einen Schreibtisch, also eine ungestörte Position ist extrem wichtig, weil also wir sind einfach Säugetiere. Wir sind eigentlich auch von, wie wir gebaut sind, Raubtiere. Unsere Augen schauen nach vorne. Das heißt, wir merken es nicht, wenn sich hinten jemand anschleicht. Ne? Und das kennt ihr auch alle. Also wenn ihr da konzentriert am Arbeiten seid, ihr seid in the Zone. Und dann kommt jemand von hinten und tippt euch auf die Schulter oder erschreckt euch. Das ist nicht gut. Ne? Sagen wir, da erschreckst dich halt, hab dich nicht so. Also innerhalb der TCM ist dieser Schockzustand ist ein eigener energetischer Zustand. Da wird das Kampf- oder Fluchtsystem, ne, Kampf, Flucht, Schockstarre wird aktiviert. Nicht gut. Ne? Sowas vermeiden. Deswegen feste Wand im Rücken. Sonst ist es halt extrem schwierig, sich zu konzentrieren. Und ich höre jetzt die ganzen Computer-Nerds da draußen, die sagen, Peter, ist mir das egal. Ich sitze hier in meinem Gaming-Chair, ich hocke vor dem Rechner und dann blende ich die ganze Welt um mich rum aus. Sag, ja, genau. Bis jemand vorbeikommt und dich anstößt und dich zu Tode erschreckt. Ne? Aber du weißt, wovon ich rede. okay, was ist noch extrem wichtig? Also, wenn wir schon bei den vier Tieren sind, klar, diese feste Wand im Rücken, aber auch dieses Gegenüber. Ne? Also, worauf schaue ich denn eigentlich? Ne? Ja, klar, auf den Monitor. Duh. Ja, nee, aber ich meine jetzt so spezifisch diese Situation: Großraumbüro, klar, und jeder Arbeitgeber versucht eben auch so viele Arbeitsplätze wie möglich auf die Etage zu knallen. Und weil mein Herz schlägt für euch, ich verstehe das Problem. Trotzdem gibt es immer eine Möglichkeit, Arbeitsplätze besser zu gestalten, angenehmer zu gestalten. Und ein großes Ding ist eben, wer sitzt dir denn gegenüber? Ne? Also auch wenn du den 27 Zöller vor dir hast, also irgendwann schaust du mal drüber und siehst es gegenüber. Ich weiß, es war auch ein Kunde, den ich mal hatte, der ein großer namhafter Automobilhersteller, dessen Name nicht genannt werden darf, aber der ist dann auch mit einem Kollegen praktisch ins Büro gekommen, wo es war auch so ein Ossi-Wessi-Ding damals, ne, wo man einfach gemerkt hat, es waren ganz verschiedene Kulturen, Hintergründe, wo man gemerkt hat, also die sind sich einfach nicht grün, die kommen miteinander nicht klar. Und die saßen jetzt so, dass die eben genau gegenüber saßen, halt mit den Monitoren dazwischen. Aber erstmal diese. Ne? Wenn man drüber geschaut hat, hat man gedacht: so, oh boy, Alter, die Fratze schon wieder. Ne? Und jetzt kann man sagen: schau halt nicht hin, das funktioniert aber nicht. Ne? Weil das ist unser Reflex eigentlich, wenn wir nachdenken. Also wir arbeiten vor uns hin, dann. Oh, die Fratze schon wieder. Und du schaust einfach hoch, ne? Und dann guckst du, was da ist. Und das ist halt diese Überlegung, okay, wie kann man das entzerren? Also packt man dann wirklich so eine, vielleicht auch so eine Schallschutzwand dazwischen, die eben so hoch ist, dass der Blickkontakt wirklich begrenzt ist? Versetzt man diese Arbeitsplätze so ein bisschen oder wenn man solche Konflikte dann hat im Team, also entzerrt man das dann nicht so, dass die Leute so ein bisschen räumlich auseinandergesetzt werden, wenn sie nicht gerade ganz tight miteinander arbeiten müssen? Oder setzt die vielleicht auch in andere Räume? Ne? Aber auf jeden Fall dieses Leute direkt gegenübersetzen macht in meiner Welt wenig Sinn. Also auch wenn du jemanden hast, den du echt lieb hast, aber wenn du den 50 Mal am Tag anschaust, einfach nur weil du, das kann einfach falsch verstanden werden oder kommt schräg rüber oder die Sensibilitäten sind da auch anders. Ne? Deswegen so, das nicht machen. Ne? Was da im Blick passiert für diesen Phönix ist, das war einmal eine ganz interessante Case Study. Es war also auch ein Student, der, also es war schwer 10, 15 Jahre her, der damals noch im Diplomstudiengang war, seine Masterarbeit schreiben wollte, aber nicht fertig geworden ist. Und der
Damals hat man noch diesen Feng Shui-Laden da in Schöneberg, das dann bei uns aufgeschlagen. Man, ja Mensch, okay, also hat er so Probleme und er kommt mit seiner, bist du halt 5 Jahre an seinem Diplom dran gesessen. Ja, damals, ja, Berlin, ne? Willkommen in Berlin, ja. So, ob man da Feng Shui-mäßig was machen kann. Und ja, klar, noch mal vorbei, bringen Grundriss mit. Und es war auch, es war einer dieser wenigen Hochhäuser in Berlin, also Tiergarten, ne? Also Baustellung damals, ne? Von 50er Jahren, also mit Blick in den Tiergarten. Er saß jetzt da in seiner Einzimmerwohnung, hat seinen schönen großen Schreibtisch aufgebaut mit Blick in den Tiergarten. Ne? Und hat sich eben gewundert, warum er nicht arbeitet und lieber im Tiergarten ist. Und nachdem ich das dann, manchmal so dieses Problem, man sitzt selber in der Soße drin und kriegt das nicht mehr mit. Also der Fisch sieht nicht die Farbe des Wassers, in der er selber schwimmt. Ne? Und das war auch so eine ganz einfache Geschichte, wo man sagt, okay, komm, dreh mal den Schreibtisch rum, sodass du wirklich gegen eine Wand schaust. Und also wenn du zur Seite schaust, siehst du im Tiergarten ja immer noch, ist dann nicht so, dass diese Sichtachse jetzt verbaut ist, ne? Dass du kein Licht mehr hast. Also du schaust nur auf die gegenüberliegende Wand, wenn du arbeitest. Und dann machen wir mal eins, wir basteln uns so ein Fantasiediplom, also mit deinem Namen drauf und Summa Cum Laude, und das hängen wir dir jetzt praktisch genau gegenüber. Das heißt, jedes Mal, wenn du hochguckst und irgendwie ins Träumen kommst, dann, ah ja, okay, ich hatte noch was vor, ne? Und das war eigentlich so ein 3-Minuten-Gespräch, mehr war es nicht. Und er kam dann wirklich, ich glaube, nach 3, 4 Monaten kam er wieder in den Laden, meinte, ja, hat funktioniert, er hat sein Diplom gemacht, ne? Wo ich dachte, ja, cool, ne? Und das sind aber genau diese Sachen, die dann Feng Shui in den Beruf einbringen, magisch zu sein irgendwie. Und ist natürlich nur so lange magisch, bis man die Technologie da oder die Strategie dahinter versteht. Und dann denkt man so, ja, ist eigentlich ganz logisch, ne? Es ist ganz einfach anwendbar. Und das wären so meine 3 Tipps. Also guckt mal genau, was eure Tätigkeit ist. Schaut mal, wie ihr das durch Farbe, durch Einrichtung auch unterstützen könnt. Was ist genau gegenüber? Also wenn ihr den Kopf hochhaltet, um zu entspannen, wenn ihr nachdenkt, was seht ihr? Ist das wirklich der Mitarbeiter, den ihr total doof findet? Oder schaut ihr da, weiß ich nicht, ne, auf die Toilettentür, oder schaut ihr auf die Schrankwand, oder was genau ist da? Und kann man da irgendwas hinhängen, was einen vielleicht auch motiviert und was vielleicht irgendwas mit Schönheit zu tun hat oder mit Konzentration oder irgendein Vorbild, irgendwas, was euch motiviert oder vielleicht irgendwas auch, was mit eurer Vision zu tun hat, ne? Das einfach, sonst ist es ein verlorenes Potenzial, ne? Und eben Wand im Rücken, ne? Das wären so die 3 großen Tipps. Und probiert das aus, checkt das mal, spielt mit dem Raum, guckt, was sich verändert. Wenn ihr Fragen habt, postet in die Comments. Und wie üblich, ne? Liked mich, abonniert mich, weil, ne? Mein Sohn braucht neue Schuhe. Okay, bis nächsten Freitag. Tschüss.